Ein aufregendes Jahr im Leipziger Zoo geht zu Ende. Wollen wir mal gucken, was passiert ist? Na, da gucken wir doch gleich mal mit. Wieder ein Jahr Zoogeschichten. Jeanette Pambor will mit den Wasserschweinen durch alte Folgen seppen. So der Plan. Warte, ihr müsst ein bisschen. Warum seid ihr denn alle so ungeduldig? Das kann ja was werden. Wenn wir weiterspulen, irgendwas kommt, was uns interessiert. Wir spulen in den Monat Oktober. Das hat schon mal nicht funktioniert. Na, schade. Gehen wir raus. Na kommt, ihr Mäuse. Na dann eben. Na, kommt. So rum. Na, genau so haben wir uns das vorgestellt. Geht fein rein. Geht fein rein. Ah, ah, ah. Genau. Mit sanfter Überredungskunst. Ja, genau. Super. Schritt 1 vollbracht. Hm. So kann es weitergehen. Guck mal, das waren auch Vorgänger. Sind die Alten oder die Vorgänger, das sind Lino und Enzo, die waren ja im Prinzip über die Sommermonate hier bei uns quasi untergebracht. Die sind dann zusammen nach Ungarn gegangen und quasi für Lino und Enzo haben wir dann Pünktchen und Anton bekommen. Ja, auch das ist alles dieses Jahr passiert. Aber jetzt gucke ich alleine. Wollt ihr das nicht sehen? Nö. Im Elefantenhaus gab's dieses Jahr viel zu feiern. Auch heute. Bao, die Tochter von Elefantendame Tusa, feiert Geburtstag. Heute wird unser Bao ein Jahr alt und ist ja wirklich was ganz Besonderes, weil es jetzt von den Vieren das erste Mädchen war. Und sind ja dann noch zwei Mädchen gekommen. Also wir freuen uns, dass sie jetzt so nach und nach alle ein Jahr alt werden. Also das ist schon ein ganz schöner Brummer geworden. Hat jetzt ihre 460 Kilo, also schon ein großes Mädchen geworden. Wie schnell doch die Zeit vergeht. So, wir springen zurück in eine Folge aus dem Januar. Also bei Tusa war, und ist ja eine Erstgebärende gewesen, also sowohl die Tusa als auch die Panther, die haben ja hier ihre ersten Kinder bekommen. Und da hatten wir ja noch ein paar Fragezeichen. Rani zurück. Im Elefantenhaus, da hat wohl heute keiner ein Auge zugetan. Okay, vorwärts. Stockfinster ist es noch. Don Chung, vorwärts. Aber Don Chung und Rani haben da drin nichts verloren, gehören nicht zum engsten Kreis. Mach mal erstmal die Kleine. Du kannst dich auch einfach aufs Heu stellen, Kleine. Tusa ist Mutter. Seit anderthalb Tagen nun schon. Ein agiles Mädchen. Fuß vor. Doch mit dem Trinken klappt's noch nicht. Obwohl sie sich wirklich müht, die Kleine. Paul, hol mal das Heu noch, dann knallen wir das da unter den Bunden. Als wir heute früh gekommen sind, wir können auch die Box angucken, die war ziemlich zertreten, also war wohl eine relativ unruhige Nacht. Das spricht dafür, war auch sehr lautstark, dass es wahrscheinlich wenig bis gar nicht getrunken hat. Und die Kunst ist es einfach, dass man dem Jungtier dabei hilft, aber sich dann auch wieder früh genug wegzieht, damit sich das nicht so einschleicht. Dass das Jungtier natürlich nur bei Anwesenheit der Pfleger trinkt. Das wäre natürlich das Schlechteste, was passieren kann. Damals übrigens noch im direkten Kontakt, da sind wir als Pfleger noch als Teil der Herde drin rumgesprungen. Hier sieht man die müden Kinder nach getanem Tagwerk. Und dann ging es mit den Babys Schlag auf Schlag. Kevas Tochter. Seit kurzem auf der Welt und total entspannt. Genau wie ihre Mutter. Die Leitkuh der Herde.
Es ist ein Mädchen. Der vierte kleine Elefant innerhalb von 10 Monaten ist in Leipzig zur Welt gekommen. Bereichsleiter Thomas Günther hat sich die Geburt auf den Überwachungsvideos angeschaut. Das war die erste Geburt mal auf einer Außenanlage. Die hat also, Rani ist hier noch rechts auf der Seite, die hat um 1.46 Uhr ihr Kind gekriegt, also mitten in der Nacht. Ich freue mich zumindest, dass das Kalb hier gesund rumläuft, dass es nicht beschädigt ist, dass Rani nicht irgendwie durchgedreht ist. Jetzt sehen wir hier den Abschied von unserer Donchung. Also war wirklich eine große Nummer hier, die Donchung einzupacken, weil die ja, da war dann wirklich die Leipziger Ära bis dahin zu Ende, weil Donchung in der ehemaligen Konstellation ja die ranghöchste war. Also war ja aufgrund der Größe und Stärke die Leitkuh, nicht weil sie super sozial ist, aber weil sie eben eine gewisse Ruhe und Ausstrahlungskraft hatte. War also schon eine Persönlichkeit. Donchung soll heute den Leipziger Zoo verlassen. In den Tierpark Cottbus soll sie umziehen. Kein Pappenstiel, so ein Elefantentransport. Akribisch haben Thomas Günther und Kurator Pfleiderer alles vorbereitet. Sollen wir ein bisschen ablassen und dann schieben wir den langsam ran. Gleich geht's auf große Fahrt. Jeanette hat das mit dem Fernsehgucken aufgegeben. Stattdessen eine Jahresendzeitinstallation aus Gemüse. Was ist denn da los? Das Buffet ist doch noch gar nicht eröffnet. Wer hat denn dich eingeladen? Nebenan bei den Robben. Jetzt, Ende Dezember, ist hier wenig los. Kaum Besucher bei diesem Wetter. Wenig Action im Wasser. Zeit für ein bisschen Herumrobben. Und Zeit für Miriam Pietsch und Lisa Schlegel auf das Jahr zurückzublicken. Na, guck mal. 2023 stand ganz im Zeichen des Trainings. Robben, die lernen nie aus. Selbst das Zähneputzen will geübt sein. Ich habe letztens viel zu viel Zahnpasta genommen. Das hörte gar nicht auf zu schäumen. Bis ich sie kurz ein bisschen abwasche. Ja, da gibt es echt Geschmacksunterschiede, ne? Mhm. Bei den Zahnpasten. Moment. Seid ihr bereit? Ja? Dann schicke ich dir Alice. Gut. Alice, eine der pfiffigsten Robben im Becken. Heute wird ihr auf den Seelöwenzahn gefühlt. Und die muss erstmal heute zur Zahnkontrolle. Also erstmal Maul öffnen, mal schauen, ob alles okay ist. Schaut gut aus. So, und dann geht das auch langsam schon los. Wir machen das peu à peu. Okay. Weil es ja auch anstrengend ist, das Maul so lange so offen zu halten, gell? So, und dann kommt die nächste Seite. Unten ist immer angenehmer als oben. Aber wir haben ja, Moment, brauchen wir noch ein bisschen Zahnpasta. Das schmieren wir so ganz leicht rein. So, wir haben ja noch die Schneidezähne unten und den Eckzahn. Man sieht ja auch, die Zähne sind einfach total schwarz. Das ist auch normal bei Robben. Robben haben ja diesen rostbraunen Speichel. Das verfärbt die Zähne halt einfach. Und Besucher gucken immer rein, wenn wir die Zähne zeigen und sagen, oh Gott, wie sehen die denn aus? Also wir putzen fürs Schöne und natürlich auch für die Hygiene. Theoretisch ist es nicht nötig. Also die Zähne sehen halt einfach schwarz aus, sind aber nicht schlecht. Aber ja, es hilft schon. Also manche haben schon ganz schön blanke Zähnchen, ne? Ja, gut. Also man sieht auch immer echt an der Zahnbürste, dass da gut was runtergeht. Also, ja, oh ja, die Zahnbürsten sehen auch danach. Aber es macht Laune. Perfekt. Am süßesten finde ich es, wenn man oben so die Schneidezähnchen putzt. Jede Robbe hatte da so ihr persönliches Trainings-Highlight, Trainingserfolg. Mhm. Sicherlich ja, bei Hilla ist halt wirklich das Surfen, ja, wo wir jetzt so ja, relativ fertig sind. Man muss halt noch so Kleinigkeiten ausfeilen. Ja, man fiebert da halt natürlich immer richtig mit und man freut sich auch riesig, weil man halt merkt, der Robbe fetzt das auch total. Wir gehen mal hier rüber noch. Gut, Hilla. Gut gemacht. Bleib mal hier. Probieren wir mal von da, wie es von hier ausschaut. Good.
Gut. Kannst du auch in die Richtung? Gut gemacht. Ganz toll. Ja, da wird die kalifornische Seelöwin zum leidenschaftlichen Surfer Girl. Also insgesamt ist unser Job ja einfach schon traumhaft, das muss man ja echt sagen. Aber gerade die Sachen, die mit Geschwindigkeit zu tun haben, bei denen wir den Besuchern auch zeigen können, hey, die können so schnell schwimmen, das ist ja auch relevant dann für Fressfeinde und Sonstiges. Das macht schon Spaß, da einfach Erfolge zu sehen, dass die Tiere sich auspowern können und dann auch Spaß dran haben. Und ja, da ist das schon immer mit Energie beladen und auch echt spaßig, ne? Auf jeden Fall. Ja. Jeanette, ihr Kunstwerk? Na, nee. Und die Maras? Könntet ihr wenigstens warten, bis das Buffet eröffnet ist? Jetzt erstmal gucken, wer wo steht, jetzt bei diesem ganzen Haufen. In diesem Haufen, da gab es im November gestreiften Nachwuchs. Ferdinand. Ein kleiner Zebrahengst. Prinzipiell ist er natürlich immer noch sehr mutterbezogen. Und sie passt auch auf. Aber hier auf der Anlage, das ist mittlerweile alles bekannt, da ist das eh etwas entspannter. Die passen schon oft, dass sie sich nicht also Augen verlieren. Und es war ja bei ihm eh so, dass der ja schon an Tag 1 irgendwie eher der Freigeist war, wie man ja auch ich sag mal, gut sehen konnte. So, ist fein. Na komm, geh mal vorwärts. Geh mal vorwärts, Süße. Ganz toll. Also so leicht ging das noch nie. Ich musste ja gar nichts machen. Ich komme gar nicht hinterher. Normalerweise ist das immer noch ein Krampf, die durch das Tor hier zu bringen. Die kam ja hinter ihrem Film, kam hinterher. Also scheint ein sehr neugieriger junger Mann zu sein. Übrigens Ferdinand genannt, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ferdinand also. Ziemlich aufgeweckter Thronfolger. Schön. Oder? Das ist doch toll. Guck dir das an. Also das ist doch mal kindisches Spiel, Lebensfreude, Welt kennenlernen. Und sie ist trotzdem relativ entspannt. Sie lässt ja hier schon die Zügel etwas länger. Will wahrscheinlich mal ein Sandbad nehmen, wie es aussieht. Hat jetzt ein paar Tage keine richtige Gelegenheit gehabt. Auf den Hügel gelegt. Er wird nicht mit voll rumdrehen. Also viel cooler kann es gar nicht sein. Ja, und dann kam irgendwann folgerichtig Tag X. Und Tag X bedeutet in dem Fall aus Sicht eines Zebrafohlens der entscheidende Tag, wo jede Absperrung genommen wird und der Rest der Großfamilie dazukommt. Aber jetzt kommen zum ersten Mal die anderen Zebras dazu. Die haben das Fohlen noch gar nicht kennengelernt. Aber noch passt Mutter Nina auf, dass niemand ihrem Sohn zu nahe kommt. Eine erste Kontaktaufnahme von Ferdinand. Mutig. Also das ist wirklich extrem selten, das habe ich so noch nicht gesehen. Und jetzt muss sie natürlich ran. Helikoptermutter. Aber das hat einen Grund. Plötzlich gerät der Kleine in die Enge. Tante Lilian wird aufdringlich. Schnell weg. Das Jahr in Afrika, es hatte so einige Höhen, aber auch Tiefen. Tiere zogen weg, Tiere starben. Und Tiere kamen auf die Welt. Wir hatten endlich mal wieder einen Giraffenkalb. Seit 8 Jahren. Es ging halt auch nicht anders, weil einfach keine Zuchttiere da waren. Die Kleine, die ist so gerade an uns vorbeigelaufen, steht jetzt da vorne vorm Tor und macht das, was eine Giraffe gerne macht, irgendwo dran rumlecken. Ist ja im Februar diesen Jahres geboren. Na, hallo. Na? Alles gut? Können wir mal gucken? Hm? Jo. Ganz fein, Sibylle. Fein passt du auf. Und die kleine Maus erst mal, hä? Die Hörnchen, die sind langsam am Aufsteigen. Fein, macht er das. Ja, genau, trink erst mal. So.
Kommst du mal gucken? Komm mal gucken. Ja. Guckst dir mal an. Ja, alles gut. Ein tolles Pärchen. Hm? Ja, ist gut. Hab's verstanden, wir machen zu. Gut. Das sah richtig gut aus, aber sie hat auch gerade gezeigt, mit ihrem Kopfnicken. Okay, den Kameramann, das will ich jetzt nicht. Geh mal bitte. Und, aber war alles gut. So muss es sein. Im November dann ein trauriges Ereignis. Giraffe Ashanti musste eingeschläfert werden. Die Greiseldame konnte kaum noch Nahrung aufnehmen. 22 Jahre wurde sie alt. Sie hat mich von meiner Anfangszeit aus begleitet. Trotzdem ist es ein Verlust und der Tag war auch Mist. Also das kann man nicht anders sagen. Da hast du halt eigentlich so einen Tag, wo du eigentlich nicht auf Arbeit gehen willst. Ach, vielleicht hätte ich das. Wollen Sie ja irgendwie ein bisschen schön haben. Nanu, was macht denn Jeanette jetzt? So. Im Gondwanaland gab es dieses Jahr einen Abschied. 2 Ureinwohner gehen seit dem Sommer getrennte Wege. Laila musste ihrem Mann Kopashi Lebewohl sagen. Also Tapire sind ja eigentlich Einzelgänger und die kennt die Anlage. Also die war jetzt auch in der Zeit vor dem Jungtier, war die ja auch schon eine Zeit lang alleine hier unterwegs. Und also für ein Tapir ist es nichts Schlimmes, allein zu sein. Ne? Na, für die Tapire nicht. Na, Laila? Timo versucht, sich nichts anmerken zu lassen. So, dann mal nach Kopashi gucken. Der knuspert da schon Mangolaub vor der Reise. Ja, so Schmeckerchen wird er in Zukunft wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel kriegen. Da haben wir hier ja die besten Bedingungen mit dem vielen tropischen Laub, was die hier besonders im Winter auch immer was Grünes kriegen können durch die Tropenhalle. Da haben sie hier eben schon Glück. Ein letztes Mal der Geschmack des Gondwanalands. Für die Fahrt gibt's ein solides Grundnahrungsmittel. Also Heu ist immer nie verkehrt im Leben, wenn man Heu hat. 13 gemeinsame Jahre gehen heute zu Ende. Kopashi reist nach Tschechien. Ich habe die Folge gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber jetzt erinnere ich mich. Ich als alter Mann musste hochklettern. Und der junge Hüpper da unten. Vorsicht, nicht, dass ich hier einen Kinnhaken gebe, wenn ich mich jetzt hier hochschwinge. Ja, ja, ja. Keine alltägliche Routine, das alles hier. Aber Kopashi lässt sich von alledem nicht beeindrucken. Na komm, noch einen Meter. Also in der Situation muss man erstmal funktionieren und das machen. Ne? Dann ist man erstmal froh, wenn der Transport gut funktioniert. Aber ich merke immer wieder, so richtig das Abschied nehmen, so richtig funktioniert das irgendwie nicht. Hinterher denkt man sich immer noch mal so, scheiße, jetzt ist er wirklich weg. Mäuschen, hier, nimm Apfel. So, ist gut. Ich muss ehrlich sagen, bei Kopashi hatte ich so einen richtigen Kloß im Hals. War auch wirklich so. Also das ist echt wie so ein Kumpel, ne, der uns da verlassen hat. Und man hat sich das dann natürlich auch in dem Moment, wo wir einpacken, das ist professionell, das muss funktionieren, da muss das alles klappen und dann ist alles gut. Und dann macht man einen lockeren Spruch und so, ne, und sagt jetzt und hau ab, mein Guter. Nubi, mach's gut. Alte Galaune. Rock'n'Roll. Nun geht's auf große Reise. Hier, guck mal, hier vielleicht schon mal. Das könnt ihr haben, das brauche ich nicht. Und wie läuft's bei Jeanette? Die ist bald fertig. Bei den Koalas eine neue Freundschaft. Naja, eher eine Zweck-WG.
Na da, alle wach, alle am Fressen. Alles schön. Die Erlinga. Und die Mandy. Entspanntes Nebeneinanderleben. Die zwei verbringen eigentlich die meiste Zeit auch in einem Gehege zusammen. Nur in der Nacht gehen sie immer mal ein bisschen auf Wanderschaft. Aber ansonsten, ja, sitzen sie immer recht eng beieinander. Das ist jetzt vielleicht nicht die innigste Freundschaft. Es gibt auch immer mal kleinere Zickereien, wenn die eine auf den Lieblingsplatz der anderen will. Aber ansonsten harmoniert das eigentlich ganz gut. Erst vor wenigen Wochen ist Erlinga aus Duisburg nach Leipzig gekommen. Ein aufregender Tag war das. Für alle Beteiligten. Ja. Ja, da war ich ein bisschen im Stress. Das war der Tag, an dem Erlinga angekommen ist. Und zu dem Zeitpunkt kam alles gleichzeitig. Also sowohl das frische Futter, was ich noch am Einsortieren war, als auch Erlinga mit ihren Pflegern. So, trennen wir mal so rein. Dann hast du die vor. Heute Morgen noch auf der Waage gehabt, stolze 5,8 Kilo. So, pass auf hier mit der Kiste hier unten. Zack, stellen wir Eukalyptus an die Seite. Hallo, ach, bist du süß. Hallo. Ja, und das ist immer ein schöner Moment, so, wenn man dann die Kiste öffnet, das Tier dann das erste Mal richtig so von Angesicht zu Angesicht sieht, ist immer ein ganz, ganz toller Moment. Erlinga heißt sie. Und zur Eingewöhnung hat sie ihren Pfleger Florian dabei. Das beruhigt die Nerven. Ja, das ist für den ersten Eindruck und für das erste Ankommen schon eine ganz gute Sache, ne? Dass man da so auch, dass ich meine ganzen Sachen, die ich jetzt über die letzten Monate mit ihr erlebt habe, sage ich mal, auch im Philipp weitergeben kann, dass wir da einen Austausch haben und dass sie mich dann auch einfach noch so ein bisschen einmal hat, ne? Deswegen bleibe ich auch ein, zwei Tage hier, gucken einmal, aber sie ist eine sehr ruhige und entspannte. Und ich sag mal so, solange sie vernünftigen Eukalyptus hat, ist sie sehr, sehr zufrieden. Ne? Den hole ich dir gleich noch. Ne? Du kriegst heute aber auch noch deine Extraportion. Das, was jetzt hier hängt, ist nur Deko. Kriegst gleich noch was Frischeres. So, aber hier, das ist auch immer ein gutes Zeichen. Tiere, die ankommen und sofort am Futter interessiert sind und fressen, das ist dann für uns Tierpfleger dann immer ein Zeichen. Okay, so schlimm war jetzt der Stress nicht. Und wir haben uns eigentlich bei ihr von Anfang an keine Sorgen machen müssen. Buffet ist doch für alle da. Also wer jetzt möchte, darf sich ein Stückchen mitnehmen. 2024. Ja? Kann kommen. Mit vielen Erinnerungen an das alte Jahr. Auf ins neue Jahr. Yeah.